Oh, also Freunde, ihr seht, das sorgt für, kann durchaus auch mal eine nette Spielerei sein, sowas mal. Einfach mal Spaß haben, ein bisschen Chaos veranstalten. Hallo meine lieben Steam Deck-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf Steam Deck-Checker. Ich bin's, euer Fabi. Und es gibt ja manchmal Spiele, da kommt man einfach nicht weiter oder möchte einfach nur mal ein bisschen Chaos aus Spaß an der Freude verbreiten, zum Beispiel im God-Mode. So, und manchmal ist das ja mit Cheaten nicht ganz so einfach auf dem Steam Deck. Dafür habe ich aber heute eine super Lösung, wie ihr bei quasi fast jedem Spiel ohne Probleme Cheats verwenden könnt. Und wie das Ganze funktioniert, das erzähle ich euch nach dem Intro. Ja, um Cheats ganz problemlos auf dem Steam Deck verwenden zu können, braucht ihr auf jeden Fall erstmal den Deckyloader. Der Deckyloader ist eine Plugin-Lösung für Steam Deck, dass ihr viele, viele Plugins nutzen könnt für viele, viele Anwendungsgebiete. Wie ihr den Deckyloader installiert, da habe ich mal ein Video zu gemacht. Schaut da in Zweifel mal rein, wenn ihr den Deckyloader noch nicht installiert habt. Ansonsten brauchen wir einmal auf dem Steam Deck Folgendes. Erstmal müssen wir dementsprechend unter System den Entwicklermodus aktiviert haben. Ganz wichtige Geschichte, der muss aktiv sein. Und dann geht ihr einmal über die Three Dots Button rein in Decky, dort einmal auf den Marktplatz. Und dort suchen wir uns einmal das Plugin Cheat Deck raus, installieren das Ganze. So, wenn das Ganze installiert ist, dürfte das auch hier dementsprechend dann einmal bei euch auftauchen in der Liste der installierten Plugins. Hier sehen wir, es ist installiert und jetzt könnten wir theoretisch, wir wählen jetzt zum Beispiel mal ein Spiel aus, wie Hogwarts Legacy. Und hier haben wir Cheat Deck. So, ich habe für Hogwarts Legacy noch keinen sogenannten Trainer oder Cheat Mod runtergeladen. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Hierzu müsst ihr einmal in den Desktop-Modus wechseln. Und den Desktop-Modus angekommen, öffnet ihr einmal den Browser eurer Wahl und sucht einmal nach Blink Trainers. Das ist nämlich die Seite, wo wir uns die dementsprechenden Mods herunterladen. Und ich mache das Ganze jetzt mal am Beispiel von Cyberpunk 2077. So, wir suchen einmal nach Cyberpunk und hier haben wir schon Cyberpunk 2077 Trainer. Ganz wichtig ist, dass ihr bei den Versionen niemals die Auto-Updating-Version nimmt. Nimmt immer die letzte Standalone-Version. Und es kann natürlich nach Patches vom Spiel sein, dass ihr hier nochmal einen neuen Trainer euch organisieren müsst. Also wir laden uns einmal die Standalone-Version runter. Ich mache da einfach mal einen extra Ordner für, um dann das Ganze einfach zu finden. Wir schreiben einfach mal Fling Trainers. Dann könnt ihr nämlich zum Beispiel mehrere ablegen. So, das Ganze speichern wir in diesen Download-Ordner. Dann können wir auch in den Ordner reingehen. Speichert es auf jeden Fall dort ab, wo ihr es schnell wiederfindet. Ich zeige, ihr werdet nämlich nachher sehen, warum, weshalb, wieso. Also, das Ganze einmal Rechtsklick. Wir entpacken das hier. Und da haben wir schon die Exe-Datei. So, die ZIP bräuchten wir theoretisch nicht mehr. Die werden wir einfach mal entfernen. So. Und das könnt ihr halt auch für viele andere Spiele machen. Das war unsere Arbeit schon im Desktop-Modus für ein Spiel. Und jetzt können wir wieder zurück in den Gaming-Mode wechseln. Ja, und im Gaming-Mode zurück suchen wir uns einmal das Spiel raus, für das wir einen Trainer heruntergeladen haben. Unser Fall war ja Cyberpunk. Hier einmal das Spiel auswählen, dann auf Zahnrädchen Cheat Deck auswählen, Enable Cheats. Jetzt müssen wir nämlich den Pfad zur Trainer-Datei raussuchen. Und den hatten wir unter Downloads, Fling Trainer. Wählen die Trainer-Exe raus. Und das war es dann letzten Endes auch schon. Es kann durchaus sein, dass man nochmal was mit der Sprache ausprobieren muss. Den DXVK Async Pass muss man eigentlich nicht am letzten Endes machen. Das ist halt die Shader Precalculate für Non-Steam Games using Proton GE. Also, wir machen Save. Das war's dann auch schon. Gehen zurück. Und starten einmal das Spiel. Und sobald ihr das Spiel gestartet habt, jetzt sind wir natürlich noch im Launcher, sehen wir aber, wenn wir auf den Steam-Button klicken, dass im Hintergrund schon die Trainer-Exe mitläuft. Das heißt, hier können wir dann dementsprechend auch schon Einstellungen vornehmen. Aber wir starten jetzt erstmal mal ganz normal das Spiel. So, und jetzt befinden wir uns ganz normal im Spiel. Und jetzt können wir natürlich einmal hier ein paar Sachen uns anschauen in den Trainer. Sagen wir zum Beispiel, wir wollen zum Beispiel unbegrenzte Lebensenergie, unbegrenzte Munition. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele
Sachen. Zum Beispiel One-Hit-Kill, hier wird schon mal ein bisschen was gewarnt, dass das nämlich zum Beispiel auch Fahrzeuge betrifft. Wir können unser Geld beeinflussen, Erfahrungspunkte, wie gesagt, hier auch mal wieder schauen, was da hintersteht an eventuellen Auswirkungen. Aber das lassen wir jetzt erstmal so. Wir probieren mal weiter aus, ob das Ganze jetzt auch funktioniert im Spiel selber. Denn wir werden jetzt mal ein bisschen hier versuchen, Chaos zu stiften. So. Das heißt, wir werden jetzt mal ein bisschen warten. Und wir sehen schon, wenn uns jemand angreift. Auswirkungen auf die Muni, auf unsere Lebensenergie hat das Ganze nicht. Das heißt, wir können hier mal so richtig schön Chaos veranstalten. Also ich bin auch kein Freund von Cheaten, das muss ich mal ganz klar festhalten. Aber es gibt manchmal Spielesituationen, wo es doch ein bisschen hakelig wird. Ich bin ja zum Beispiel Mensch, ich spiele nur noch aus Spaß und der Freude und mag keine Frustmomente mehr. Bin ich ganz ehrlich. Klar, ich versuche mich schon mal öfter an einen Endboss, aber spätestens nach 2-stündigen Versuchen würde ich auch gerne mal auf solche Sachen zurückgreifen. Und ganz wichtig ist, macht es bitte nicht bei Multiplayer-Titeln. Erstmal, es zerstört den Spaß der anderen und zweitens, ihr riskiert immer einen Bann, Strike, whatever. Und zum Beispiel bei anderen Spielen müsst ihr auch drauf achten, die gewisse Anti-Cheat-Systeme nutzen. Zum Beispiel bei Elden Ring, wenn ihr da auf dem Flink-Trainer schaut, auf die Webseite, dann steht unten nochmal eine kleine Anleitung, dass ihr nämlich das Spiel in einen Protected-Mode starten müsst. Wenn ihr wissen wollt, wie das bei Elden Ring zum Beispiel funktioniert, weil das ist ja auch ein sehr frustverursachendes Spiel, dann schreibt mir doch gerne nochmal in die Kommentare, dann schauen wir uns das auch dort nochmal an. Aber ansonsten, wir werden jetzt nochmal ganz kurz hier so ein bisschen rumspielen und zum Beispiel mal sagen, wir machen jetzt einfach mal One-Hit-Kill, um das Ganze mal hier auf die Spitze zu treiben, was möglich ist. So. Man muss natürlich auch noch treffen können. Oh. Und das heißt auch Fahrzeuge. Hui! Das macht Spaß, das macht Freude. Hier fliegen die Fetzen. Hier, da kommen schon die gegnerischen Spezialeinheiten. Oh, also Freunde, ihr seht, das sorgt für, kann durchaus auch mal eine nette Spielerei sein, sowas mal. Einfach mal Spaß haben, ein bisschen Chaos veranstalten. Hui! Da hat es mich doch glatt umgehauen. Aber wir sehen, Cyberpunk, hier geht ordentlich die Luzi jetzt ab. Oh. Und da hinten, da warten schon wieder die nächsten Opfer. Leute, Junge, hau ab. Jo, hier ist Action, hier ist Freude. Also Freunde, während das Chaos hier im Hintergrund noch so ein bisschen weiterläuft, möchte ich mich erstmal bedanken fürs Einschalten. Wie gesagt, hinterlasst gerne ein Like, ein Abo und Kommentare. Vor allen Dingen Abo wäre sehr, sehr wünschenswert, weil nur 70% meiner Zuschauer sind bisher Abonnenten. Das würde mir echt Freude bereiten, wenn ihr auch mich dementsprechend abonniert. Ansonsten sage ich nur, once you get a deck, you never go back. Es sei denn, Cheat Deck kommt um die Ecke. Also Freunde, bis dann.